Oh mein Gott! Ich habe Flashbacks des Todes! Es ist tatsächlich 1,5 Jahre her, ne? Ja. Crazy. Ey, wir haben so crazy Zeiten durchgemacht. Während Corona haben wir getrennt gemalt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dann wieder zusammen. Aber NFTs, das war total kacke. Und wir entwickeln uns seit 4 Jahren nicht weiter. Nein! Ich glaube, wir sehen auch immer noch gleich aus. Ich glaube, wir sind kein Stück gealtert. Nee, wir sind wieder da. We're back, bitches. Es ist viel passiert in den letzten Jahren. Und jetzt sagst du, ich mache Werbung. Nein, doch nicht jetzt schon. Echt? Nee. Also pass auf, da wir letztes Mal so mega in die moderne Richtung gegangen ist, dachte ich, wir gehen heute wieder back to the classics. Und zwar malen wir heute die Erschaffung von Adam. So heißt das Bild? Ja. Und es ist ja nicht mal wirklich ein Bild, das ist ja ein Wandgemälde von Botticelli? Botticelli, ist das nicht schon wieder dieser Opernsänger? Andrea Bocelli. Barilla? Michelangelo! Michelangelo! Der von den Turtles. Ich dachte, Michelangelo ist sein Nachname, aber das ist sein Vorname. Michelangelo Buonarroti. Komisch, dass er nur für seinen Vornamen bekannt Buonarroti. Ist. Buonarroti. Wir sind auch nur für unseren Vornamen bekannt. Unsere Nachnamen sind so richtig slawische Queens, die keiner aussprechen kann. Gierszewski. Schwirakova. Kelly und Vanessa. Ja, ich hätte gern so einen coolen Namen wie so... Lisa. Rosetti. Riccardo Simonetti. Rosetti. Weißt du noch, als wir ihn in New York gesehen haben? Timo kann sich nicht mehr daran erinnern, dass Riccardo Simonetti... Ja, er hat uns ignoriert. Ja, der hat uns echt ignoriert. Die Erschaffung Adams ist ein oft reproduziertes Fragment des Deckenfreskos des Malers Michelangelo Buonarroti in der Sixtinischen Kapelle. Es ist Teil einer Serie von 9 einzelnen Wandgemälden. Es stellt Gott Vater dar, der mit ausgestrecktem Zeigefinger Adam zum Leben erweckt. Warum nicht Eva? Warum berühren die sie? Also ist... Oh, hallo! Man kann natürlich auch so dazu stehen. Bei ihm erzählt sie von der Bei ihm erzählt sie von der unaufhebbar... Ich fange noch mal von vorne an. Ich kann nicht lesen. Ich heiße auch nur Kelly. Damit ich meinen Namen besser lesen kann. Also muss kurz sein. Und 2 Buchstaben sind gleich. Die Essenz seiner eigenwilligen Auslegung der biblischen Schöpfungsgeschichte. Bei ihm erzählt sie von der unaufhebbaren Distanz zwischen Gott und Mensch. Aber zugleich von ihrer Nähe. Und ich dachte, das passt zu uns, weil unsere Freundschaft ist so nah und doch so fern. Ja. Andersrum. So fern und doch so nah. Hier lernt man wirklich noch was. Es ist ja eine School. Ist immer noch eine School. Die kunstwissenschaftliche Analyse. Ach, das soll Gott sein? Das soll Gott sein. Und der chillt da so auf der Wiese. Und Eva macht wahrscheinlich draußen irgendwas gerade, irgendwelche Aufgaben. Frisst den scheiß Apfel, den sie nie hätte essen sollen. Die Bitch. Oder wie wir gelernt haben, die Hore. Die Hore. Der hat schon einen kleinen Pipi, ne? Der hat einen kleinen Schniepi. Das Ding ist, wir malen uns ja immer selber als Selbstporträt in historische Gemälde. Deswegen dachte ich, ja gut, wie willst du dir denn bitte vorstellen, wie ich nackt auf dem Gras liegend aussehe? Mega. Also. Und nicht schon wieder. Jetzt geht's. Oh mein Gott, es ist schwer, da reinzukommen. Mein Gott, yes, Queen. Skims aus Tschechien. Skims. Damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst. Nein. Ich bin Gott. Ja, das mag ich gern. Sieht man meine Titten noch? Timo soll ein Foto von machen. Timo! Ach so. Wir legen los, ne? Sollen wir loslegen. Aber vorher musst du doch noch irgendwas machen, oder? Und das kann ich nur alleine. Dieses Format wird echt alt. Die erste Folge haben wir Anfang 2019 gedreht. Aber weißt du, wer noch alt wird?
du. Und weil wir nicht einfach mal so in die Erschaffung von Adam als private Altersvorsorge investieren können, empfehle ich euch dafür Clark. Die Clark-App ist ein digitaler Versicherungsberater. Da gibt es verschiedene Vorsorgemöglichkeiten. Lasst euch von Expertinnen und Experten individuell und unabhängig beraten und euch ein unverbindliches Angebot geben. Kaum einer in Deutschland glaubt daran, im Alter seinen Lebensstandard halten zu können. Viele Rentner können es aktuell nicht. Da habe ich ja schon in einem meiner letzten Videos drüber gesprochen. Deswegen kümmert euch lieber jetzt darum, in der Rente sorglos zu sein, weil es ist einfacher denn je mit der Clark-App. Außerdem kannst du mit dem Bedarfscheck herausfinden, welche deiner Versicherung wirklich nötig sind und welche eher überflüssig. Lass dich hier direkt zu deiner Altersvorsorge beraten und mit dem Code Kelly bekommst du bei Registrierung auch noch einen 45€ Shopping-Gutschein geschenkt. Und jetzt lasst uns die Pinsel schwingen. Das war ein bisschen zu hart, ne? Scheiße, sorry. Meine Hand ist gebrochen. Okay, ich bin so excited. Ich habe richtig Bock loszulegen. Wie heißt das nochmal, wenn Leute was auf die Wand malen? Deckenfresco. Das hört sich voll lecker an. Bei mir ist ganz wichtig, dass du Calvin Klein Jeans mit draufpackst. Ne? Ich dachte auch ganz lange, das ist einfach nur ein Gemälde von Händen, glaube ich. Habe ich das ganze Bild gesehen und war so. Und dann, wenn man noch weiter rauszoomt, sieht man die ganze Kirche. Vielleicht, weil wir es so lange nicht gemacht haben, sind auch so richtig, weißt du, dann haben es die Leute zu Hause auch nicht mehr mit ihren Freunden gemacht und Freundschaften sind zerbrochen. Oh mein Gott. Wer weiß, wie viele Freundschaften zerbrochen sind in der Zeit, in der wir standgehalten haben. Oh, bestimmt voll viele, glaube ich. Ich habe auch viele Freunde verloren. Jetzt kommt so ein Memorial. Alle so in Schwarz-Weiß. Nein, es ist voll klein. Oh. Vielleicht schneide ich das hier einfach ab, dann die Leinwand. Gott hatte auch so einen richtigen Daddy-Corso, ne? Voll geil. Ach du Scheiße, guck mal. Seine Hand verschwindet einfach, sein Arm hinter diesem einen Engel und kommt dann hier wieder hervor. Ich lasse die Hand weg. Es gefällt den Engeln aber nicht, dass der Gott den so antatscht, ne? Die sind so ein bisschen so, nee, ich würde es nicht machen, Junge. Komm, der hat den doch schon ein bisschen sexy gemalt, das kannst du mir doch nicht sagen. Oh, ja, und außerdem hat der Adam nach seinem Bilde erschaffen, darf man auch nicht vergessen. Das heißt, Gott hat auch einen tiny Penis. Also ich finde, dich habe ich fantastisch getroffen. Okay. Ich habe Hunger. So. In der Drunk Art School haben wir gelernt, man fängt erst mit den hellsten Farben an und geht dann immer dunkler. Echt? Also man malt erst Hintergrund und dann geht man immer weiter vorne und immer mehr Details rein. Machst du erst den Hintergrund? Na, ein bisschen optisch mal was hier sehen. Jawohl. Ich hab Hunger. Ja, wollen wir einen kleinen Recap machen, was die letzten Jahre so passiert ist? Ja, willst du unbedingt erzählen, dass du verlobt bist? She's oder? Sparkling, nee, she's würde ich queen. Niemals erzählen wollen, dass ich verlobt bin. Ah! Der Gott ist wie in so einer Gebärmutter drin irgendwie. Maria, Maria. Oh, das Bild haben wir auch noch nicht, ne? Dieses heilige Bild von der Maria da, dieses... Die Welt steht uns wirklich noch offen. Ja, schreibt uns gerne mal, welche Bilder ihr gerne von uns als Selbstporträt sehen würdet. Ist ja hier noch eine, immer noch eine Gemeinschaftsshow, wie wir... Das ist ja viel zu dunkel. Das ist ja gar nicht historisch korrekt überhaupt nicht. Ja, das ist das Wichtigste in diesem Format, dass wir historisch korrekt arbeiten. Oh mein Gott, wenn du Zeitreisen würdest, würde ich, glaube ich, zu Michelangelo gehen und mich dann so da reinmalen lassen und dann wieder zurückreisen. Und soll ich Modell stehen? Er so, nein. Und dann ich mein Gott. Und dann siehst du so dich selber so in deinem Bild so, yeah, ich hab's geschafft. Das wäre, glaube ich, so das Langweiligste, was man machen könnte mit. Ist so, man könnte Hitler als Baby töten. Oh. Meinst du, es ist moralisch okay, ein Baby zu töten, wenn es Hitler wird? Ja. Der wollte ja Künstler werden. Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja, und sonst, wie läuft dein Liebesleben? Du gibst ja nichts preis im Internet. Echt? Ja, absolut nichts. Also ich gebe schon wenig preis, aber du gibst ja noch weniger preis. Der Preis ist heiß, deswegen. Ich finde immer, glaube ich, umso weniger man zu erzählen hat und zu zeigen hat irgendwie, umso besser muss es ja laufen irgendwie, ja. Oder? Das ist meine absolute Theorie. Alle Leute, die sich sehr viel posten und sowas, ja. da wird's da vorbei. Da kriselt es irgendwie komisch, ne? Farben mischen habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Ich klatsche die einfach so drauf, wie sie sind. Warum ist bitte habe überhaupt? Das ist wieder so bescheuert. Was denn? Welches? Diese Bilder hier. Was machen wir hier schon wieder? Keine Ahnung. Ich verstehe den Sinn auch irgendwie nicht mehr. Bildung! Was lässt sich dieses Bild fühlen? So.
Die kunstwissenschaftliche Analyse. Ich finde, das repräsentiert so ein bisschen nicht alles, was man haben will, sollte man auch unbedingt haben. Wo kommt das her? Früher fand ich Gott voll cool. Ich war ja früher in der Kirche. Früher war der viel cooler. Warum male ich eigentlich so lange diese rote Scheiße da? Voll unnötig. Kelly, die wieder realisiert, dass Zeit knapp wird. Ich habe mich verloren in, in Gott. Shit, ich habe übers Knie gemalt. Hä, wo ist mein Knie? Keine Ahnung, ich mache einfach hier unten weiter. Was soll ich jetzt machen? Wegwischen. Das sieht schon wieder so bescheuert aus. Nein, das ist gut. Warum habe ich keinen Hals? Du malst wirklich wie so ein Kind. Okay, ja, ich muss einfach wieder ein bisschen reinkommen. Weißt du, ich bin einfach so gut geworden die letzten Jahre. Da kann ich jetzt nicht mehr mithalten. Ich hatte einfach lang auch keine Übung mehr. Du hast ja ein T-Shirt an, weißes. Hey, ich habe ein schwarzes an. Du hast ein schwarzes Shirt an. Deine Teddys male ich dir noch hier hin. So, jetzt machen wir unser Orange ein bisschen dunkler, indem wir ein bisschen was so eine schwarze Hose an, ja. Ach, schön. Machst du hier Bildung oder was? Kann ich dich auch einfach als Meerjungfrau malen? Auf gar keinen Fall. Befinde mich in den finalen Zügen. Ich liebe es auch, dass du den dicksten Pinsel hast, der die meiste Farbe aufnimmt. Schneller so. Mann, ist das bescheuert, das Bild. Das ist auch so richtig delusional, sich so vorzunehmen, so ein Meisterwerk nachzumalen. Wirklich. Wie delusional kann man eigentlich sein? Lieb ich doch. Also. Ich sag mal so, das ist hier nicht mein stärkstes Werk, aber es hat auf jeden Fall am meisten Interpretationsspielraum. Das kann ich nur auch sagen. Ich finde auch, das Bild steht so ein bisschen so für die Versuchung, so dieses fast etwas kriegen, fast dran sein, fast ist es. Mm. So, das mit den Peoples habe ich mir anders überlegt. Sorry Leute, aber ihr habt leider keinen Platz in meinem Bild. Das ist einfach ein sehr reales Porträt geworden, weißt du? Realistischer Stil. Ja, besonders bei dir. Da erkennt man den Realismus sofort. Ich hasse es auch, dass bei meinen Bildern immer so Leinwand durchschimmert irgendwie. Da wusste ich noch nicht, dass ich den Pinsel nass machen muss. Okay, ich will allein jetzt schon noch mal eins drehen, um meinen Namen, meinen künstlerischen Namen zu reinigen. Also meine Komposition finde ich aber toll. Ist schon toll gelungen. Dafür habe ich auch so lange gebraucht, ja? Da habe ich mir richtig viel Mühe gegeben. Ja. Sag bitte noch mal ganz klar Ja in die Kamera. Ja. So, wir beenden jetzt hier unsere Bilder. Nein! Und dann seht ihr das Ergebnis. Nein! Doch. Seid ihr ready für den Big Reveal? Wer hat gewonnen? Seid ehrlich. 3, 2, 1. Tada! Wow. Absolut lächerlich. Ich muss sagen, ich bin sehr aus der Übung, aber wir sagen uns jetzt gegenseitig, was uns am Bild vom anderen gefällt. Du fängst an. An deinem Bild gefällt mir die Komposition. Und das habe ich dir vorgesagt. Und es sieht aus, als ob ich mit so einem riesen Furzkissen angeflogen komme. Ich sehe hier so diese, und ich komme so. Ja. Also bei deinem Bild mag ich, dass du meinen Gesichtsausdruck sehr gut getroffen hast. Und dein Gesicht ist auch so ein bisschen angry. Das sieht so ein bisschen aus, als würdest du... Ich find's wieso nicht für unsere Sammlung eigentlich. Wenn euch wirklich das Video gefallen hat, dann... Überhaupt nicht. Ich brauche Revenge. Ich brauche eine Runde Nummer 2. Das ist aber auch so ein Bild, da ich schwör's, ich werde dran weitermalen. Hat so Und dann Spaß. Irgendwann kommt's in die Ausstellung, in die Drunk Art Ausstellung. Ja, es hat was. Es hat was. Wir machen hier wirklich ganz spezielle Kunst. Die versteht man nur ab einem gewissen Pegel. Und da wir muss machen halt ein richtig Event. Knülle sein. Wir machen ein Event. Wäre das nicht geil? Wo wir 3 Cocktails geballern machen und dann, wenn wir alle drunk sind und so, dann gibt's noch hier die Art Show. Geil. Das sieht aus, als ob ich so die Furzkissenpolizei wäre und so. Stopp! Okay, tschüssi. Wir haben euch lieb. Bis dann. Furzkissenpolizei.